Herzlich willkommen zu meinem Podcast Film, Fotografie und Business. Mein Name ist Gero Breleur, ich bin Fotograf und Filmer aus Berlin. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir die Geburt meines Podcasts feiern. Ja, ich bin ziemlich glücklich, dass es jetzt endlich losgeht. Ich habe in den letzten Wochen schon einige Kollegen getroffen und einige Gespräche geführt, denn das ist das, was ich dir hier mit meinem Podcast in Zukunft bringen möchte. Ich möchte die Themen Film, Fotografie und Business in einigen Solo-Folgen beleuchten, aber vor allem möchte ich mich mit Kollegen treffen und das sind dann weniger so steife Interviews, sondern das ist eher so ein Talk-Format, wo es dann wirklich auch um diese Themen geht, wo ich mir ein bisschen Zeit lasse, um mich mit interessanten Menschen, Kollegen aus der Branche treffe und ja, mal ein bisschen schaue, wie es bei denen businessmäßig sich entwickelt hat, was sie fotografisch oder filmerisch machen und versuche dabei dann auch immer herauszubekommen, was für dich da dann als ja, möglicherweise spannende Elemente, die man sich fürs eigene Business auch angucken oder abgucken kann, sich herauskristallisieren lassen. Ja, ich bin super glücklich, dass es jetzt endlich losgeht und ich will auch gar nicht viel erklären, aber ein paar Worte will ich vielleicht noch sagen. Wen möchte ich denn eigentlich mit dem Podcast ansprechen? Das sind auf jeden Fall Berufsfotografen oder von mir aus auch solche Leute, die das werden wollen. Also mit anderen Worten richtet sich mein Podcast an alle, die Fotografie oder Film lieben und damit ihr Geld verdienen. Ich persönlich liebe meinen Beruf. Ich mache das super gerne, zu fotografieren und zu filmen. Und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Und ja, natürlich als Selbstständiger hat man öfter das Problem vielleicht, dass man ja, den Kontakt mit anderen vielleicht nicht so hat, wie man das gerne hätte. Viele von uns sind vielleicht Einzelkämpfer. Da möchte ich einfach auch so ein bisschen Impulse geben und ein bisschen, ja, für einen Austausch auch dastehen mit diesem Podcast. Wo präsentiere ich den Podcast? Ich werde ihn bei YouTube und bei iTunes ja, hochladen. Das bedeutet natürlich vor allem bei Folgen, wo ich mich mit Fotografen oder Filmern treffe und auch mal Fotos oder Filme anschaue, macht es natürlich das eine oder andere Mal Sinn, die Folge vielleicht bei YouTube anzuschauen. Ich werde es dann vorher auch sagen oder in die Shownotes reinschreiben. Also auf welchem dieser Kanäle du dann dabei bist, ist dir überlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das Interesse hast, dass du eingeschaltet hast. Und ja, das soll es auch eigentlich jetzt von der Geburtsstunde gewesen sein. Und ja, genieß einfach die weiteren Folgen. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns sehr bald wieder. Danke, bis bald. Tschüss.